Also ich bin Heike Fadenreich, ich bin Kostümbildnerin und arbeite für Film und Fernsehen, auch für die Werbung und war jahrelang am Theater in Hamburg. Also Nachhaltigkeit im Kostüm bedeutet für mich, dass man mehr in den Fundus geht, dass man mehr Kostüme ausleiht, mehr im Secondhand-Bereich schaut, auf Flohmärkte geht. Der Fundus Wellenstein ist für mich ein ganz wichtiger Ort, an dem ich mich sehr viele Tage im Jahr aufhalte. Das Thema Nachhaltigkeit war einer der Gründe zur Gründung dieses Firmenkonzepts. Da ich in meiner langjährigen Tätigkeit als Kostümbildnerin mit dem Problem konfrontiert war, was passiert denn jetzt mit all diesen Dingen, die wir eigens für diese Produktion angeschafft haben? Somit ist es entstanden, von anfänglichen 300 Quadratmeter operieren wir jetzt auf 2000 Quadratmetern mit um die 80.000 Kostümartikel quer durch das komplette Sortiment, was ein Mensch so tragen kann, muss, sollte, durch alle gesellschaftlichen Schichten. Ich suche jetzt einfach mal was für eine Rolle zusammen, die ich in den nächsten Tagen anziehen muss. Na, schauen wir mal, was es hier an blauen Mänteln gibt. Der ist schon mal super, weil der sehr leger ist, hat überschnittene Ärmel. Ganz modern, wunderbar. Es gibt wirklich eine riesen Auswahl und eigentlich, auch wenn ja Kollegen schon viel ausgeliehen haben, es ist trotzdem immer noch was da. Also man kann ja auch immer auf Alternativen ausweichen und die dem Regisseur vorschlagen, sagen, du, ich habe jetzt nicht so eine blau karierte genau so gefunden, wie wir das in den Moodboards hatten, aber ich schlage vor, wir nehmen sowas Ähnliches und komme dann an und sage, wir nehmen jetzt einfach mal eine, die hat auch ein Muster, warte mal, aber da ist ein bisschen was Buntes mit drin und wir nehmen mal sowas und gucken mal, wie es kommt. Wenn er dann sagt, nein, ich möchte aber unbedingt was Kreatives, sehe ich gerade, aha, hier gibt es ja doch noch was, hat jetzt nicht lange Ärmel, dann schlage ich ihm vor, vielleicht hat sie ja noch eine Strickjacke drüber oder ein Pullover. Mieten an sich finde ich auch sehr flexibel, weil man eben auf Sachen stößt, die eben gerade nicht in der aktuellen Kollektion bei einem großen Warenhaus hängt oder bei einem großen Online-Anbieter. Da hängt ja überall das Gleiche. Das ist ja das Verrückte. Wenn ich jetzt ein, sagen wir mal, giftgrünes T-Shirt suche, dann finde ich das nicht. Oder es gibt auch Farben, die gibt es zu bestimmten Jahreszeiten nicht. Gerade Leder, ne, ist ja auch eine Ressource, die von Tieren kommt und ja auch nicht sinnlos verbraten werden sollte. Das sind hier jetzt eigentlich alles Standardklamotten, die wir auch wunderbar in einem Geschäft kaufen könnten. Aber eben der Nachhaltigkeit wegen leihe ich sie mir hier lieber aus.